Heute möchte ich mit euch zusammen eine Fahrradtour machen und meine Strandmuschel direkt am See aufbauen. Ihr kennt es vielleicht, total praktisch schon, Zelt, was sich nach dem Werfen gleich von selbst aufbaut, aber man kriegt es nicht so richtig mit auf dem Fahrrad. Es passt weder in den Korb rein, noch passt es in die Fahrradtaschen rein. Für Schulter kann man es auch nicht nehmen. Und deswegen haben wir jetzt hier eine kleine Erfindung. Und zwar nur mit einer Schnur und ein paar Seemannsknoten habe ich mir jetzt aus diesem Wurfzelt einen kleinen Rucksack gebaut. Ja, und den kann ich mir jetzt hier aufsetzen wie einen Rucksack. Denn schwer ist es ja nicht. Und es hält richtig gut. Wenn ich jetzt hier Fahrrad fahre, stört es mich gar nicht mehr. So ist dieses etwas unpraktische Packmaß durch diesen Rucksack hier jetzt gut verstaut. Und ich habe den Korb noch frei für andere Sachen, für die Taschen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Ganze gemacht habe. Natürlich hätte ich jetzt hier auch eine Lasche annähen können und das Ganze ein bisschen aufwendiger machen. Aber ich wollte eine schnelle Lösung haben, die ich auch wieder abbauen kann. Und kommt mal ein bisschen dichter. Ich zeige euch mal den Knoten. Ich habe mir nämlich einen Schotsteak benutzt. Da war ein Zipfel gedreht und aus dem Zipfel einmal in die Schlaufe gelegt und dann diesen Schotsteak. Der ist nämlich dafür da, um zwei verschieden dicke Seile zu verbinden im Segeln. Den habe ich mir zunutze gemacht. Die Schlaufe durchgezogen, dann einmal außen rum gewickelt und wieder zurück. Dann geht es weiter mit einem Palstick. Den kennt ihr auch schon. Ich habe davon ja schon ein Video gemacht, verlinke ich nochmal. Und der Palstick ist ein Knoten, der sich nicht zuzieht. Jetzt kann ich also hier das Seil schön durchfädeln, das dicke Gurtband. Und rechts und links für jede Schulter eins. Oben nochmal ein Palstick. Und mit so ein paar Knoten, ruckzuck, ist das Ganze fertig. Genauso schnell kann ich es auch wieder abbauen, weil die Seemannsknoten, die lösen sich ja immer mit einem Handgriff und halten aber super gut. Ich habe hier nur eine Lasche eingebaut, dass ich die Träger dran lassen kann und trotzdem mein Zelt rausnehmen kann. Ja, so funktioniert das Ganze. Relativ leicht, aber praktisch. Ich zeige euch nochmal den Schutzstick anhand von zwei verschiedenen dicken Seilen. Das eine lege ich in die Schlaufe. So mache ich es übrigens nachher dann mit der Schlaufe auch. Und dann gehe ich mit der anderen Schnur von unten durch die Öse und wickel das Ganze dann hinten rum. Einmal hinten rum. Und hier kommt das Ende durch. Und jetzt könnt ihr schon den Knoten sehen. Ganz einfaches Prinzip, aber der hält. Der Schotstick ist zuverlässig, wenn ihr zwei Schnüre verbindet. Auf Zug klemmt er sich an dem Punkt fest und geht hier nicht mehr auf, egal wie doll ich ziehe. Und das Schöne ist, wenn ich ihn aufhaben möchte, drücke ich einfach die Lasche runter und dann geht er auch ganz leicht wieder auf. Und diesen Seemannsknoten habe ich mir hier zunutze gemacht, weil ich keine Lasche annähen wollte. So, nehme ich mir hier einfach den Stoff, weil ich ja wie gesagt keine Lasche annähen wollte, drehe das ein bisschen ein und erzeugt mir damit die dicke Schnur. Ich lege das hier in die Kurve. Jetzt könnt ihr schon sehen, dass das jetzt hier die dicke Schnur ist. Jetzt gehe ich mit der anderen Schnur von unten durch. So. Lege das Ganze hinten rum. Und von der Seite verklemmt sich der Knoten. Seht ihr das? Grundprinzip vom Schotstick angewendet. Ich habe mir hier selbst jetzt eine Schnur erzeugt und das kann jetzt auch nicht mehr rausrutschen, weil es sich an dem Punkt verklemmt. Damit haben wir jetzt ein Ende schon fertig. Und jetzt können wir hier oben noch den Palstick machen. Mal hier eine etwas schnellere Variante. Einmal eine Schlaufe gelegt. Dann eine Schlaufe durchgesteckt. Anderen Seite rein, ziehe ich das hier durch, zack. Und schon ist der Palstick fertig. So, und durch diese Lasche kann ich dann das Gurtband fädeln und fertig ist der Rucksack. Dann geht's los auf die Fahrradtour.
So, wir haben unsere erste kleine Pause und laut unserer Karte sind wir auch bald da. Ich habe ja meine Karte hier extra einlaminiert, falls es regnet oder wir auf dem Wasser unterwegs sind. Schaut mal, hier ist unser See. Genau da wollen wir hin und sind jetzt sozusagen kurz vorm See. Wollen hier mal ein paar leckere Brombeeren genießen. Und gerade zu dieser Jahreszeit hier, da schenkt einem die Natur so tolle Sachen. Da kann man sich ein bisschen stärken. Und dann geht's weiter in Richtung See. Haben wir dann hier wieder Schönes? Brennnesselsamen. Der Tour meint es aber heute auch gut mit uns. Wir kommen ja gar nicht zum See, so viele Geschenke sind hier am Wegesrand. Gerade Brennnesselsamen, der richtige Superfood. Das ist alles voll hier. Und die meisten haben vielleicht ein bisschen Angst vor der Brennnessel wegen den Haaren. Aber diese kann man super essen hier. Ich pflück mir erstmal ein paar davon ab. Brombeeren haben wir eben schon gegessen. Und jetzt der nächste Snack auf unserem Weg zum See. So, na dann. So, mein selbstgebauter Rucksack hält nicht nur auf dem Fahrrad, sondern auch meiner kleinen Klettertour. So, wir sind angekommen am See. Wunderschöne, weite Aussicht. Freiheit, Natur, schöne Plätschern. Und genau hier bauen wir jetzt unser Hofzelt auf. So, dann wollen wir unser Zelt, unsere Strandmuschel, mal zusammen aufbauen. Reißverschluss auf. Und jetzt geht es ja auch schon ganz schnell. Und schon ist die Strandmuschel aufgebaut. Man kann, wenn es windig ist, natürlich jetzt auch nach unten die Heringe reinmachen, damit es nicht wegfliegt. Aber ansonsten haben wir jetzt hier schon einen richtig schönen Windschutz, wenn die Sonne scheint, und auch einen Sonnenschutz. Wir können unsere ganzen Sachen hier reinlegen. Also wirklich eine tolle Sache. Und jetzt bauen wir das Ganze auch noch ab. Zum Abbauen stellt ihr das Zelt erstmal auf den Kopf. So, dann geht ihr dahinter. Dann nehmt jetzt die beiden Enden zusammen. Stellen wir das Ganze erstmal hin. Mit der einen Hand haltet ihr hinten fest und mit der anderen Hand greift ihr euch die beiden Ringe und dreht sie jetzt so nach innen. Dann entstehen zwei Kreise, einen nach unten, einen nach oben. Schon ist das Ganze wieder zusammengepackt. So einfach geht's.